Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 9. Oktober 2023, ja, es ist 18 Uhr und ich muss einfach mal raus. Thermometer zeigte jetzt 32,3 Grad an. Und heute Mittag waren es 36,5 Grad. Da kam dann auch noch die Sonne raus oder dabei war die Sonne. Und da habe ich gedacht, nein, aber es ist angenehmer, je näher man Richtung Meer hier kommt. Und deswegen einfach nur mal ein bisschen bewegen. Den Fahrtwind, den leichten hier genießen auf dem Fahrrad. Jetzt schauen wir gleich mal, was unser Thermometer hier sagt. Also die einzige Alternative jetzt ist eben der Strand. Grad. Aber wir könnten ja da lang fahren. Da sind jetzt nicht so viele Fußgänger, da geht es. Ja, es gibt tatsächlich welche, die treiben richtigen Sport jetzt bei dem Wetter. So, der See hier, der ruhig ist, auch sehr, sehr ruhig. Es gibt also kaum Wind jetzt heute Nachmittag. Man hätte denken können heute Mittag, da kommen Wolken auf und es regnet. Also vom Erscheinungsbild her jetzt hier, auch über dem Hotel Palm Beach. Schön zumindest, dass der Wind nicht ist, dass kein Sand fliegt. Ja, das meinte ich damit, mit dem Erscheinungsbild jetzt hier, dass es so aussieht, als ob es da jeden Moment regnen könnte, wollte. Ja, hier am Surfburger ist auch was los. Jetzt fahren wir hier oder laufen hier vorbei am El Velero. Und davor in der Strandapotheke, da war auch richtig was los. Also jetzt ist die Hauptsaison da und richtig gute Musikbeschallung, Stimmung, Gaudi und so weiter. So, hier der Strand, ihr seht selber, Realität, wenig los. Das hat aber seine Gründe. Ja, hier jetzt vorbei am Beach Club und das Restaurant. Immer eine gute Adresse auch. Ja, die Farben heute alles ein bisschen einseitig braun-grau, grün. Es fehlt der Blauton. Ja, so sieht es eben aus an einem nicht so spektakulären Urlaubstag. Hier zeigt das Thermometer 34 Grad an.
Also keine Menschenversammlungen, keine großen Menschenbewegungen jetzt hier, obwohl hier ist am Wasser einigermaßen angenehm, aber ich habe gedacht, dass es kühler sein würde. Ja, die kleine Insel ist auch wieder sichtbar, aber nein, für mich keine Alternative heute. Ja, ich bin doch froh, dass ich es gemacht habe, noch mal raus bin. Jetzt ist ja bald schon wieder Sonnenuntergang, dann wird es auch ganz schnell dunkel. Also in der Stunde sieht es schon wieder anders aus hier. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ja auch schon Essenszeit. Ja, es gibt ja meistens dann doch die Möglichkeit, um 18 Uhr schon zu essen. Ist für diejenigen, die hier leben, aber nicht mehr. Naja gut, es gibt welche, die leben schon länger hier. Und für die ist auch das frühe Essen immer noch zur Gewohnheit oder die Gewohnheit. Aber wenn man jetzt hier lebt, dann hat man noch keinen Gedanken ans Abendbrot oder ans Abendessen um 18 Uhr. Auch so die weißen Vögel, diese Silberreiher, wie es aussieht, auch hier direkt am Wasser. Ja, hier vorne ist das Café de Paris und Maximilians. Gut besucht, das ist jetzt hier genau die richtige Zeit, um ein Gläschen zu trinken. Und da vorne das Café Del Mar, ich kann es jetzt mal zeigen. Hat auch schon wieder geöffnet. Die haben ja so eine Showterrasse und da kann man ja mehr oder weniger bequem an den Tischen sitzen hier, die sind eingedeckt und kann da essen oder dann weiter hinten beim Drink das Ganze genießen. So sieht das hier aus. Und hier wird man ganz herzlich begrüßt, wenn man dann eben hier in das Geschäft möchte.
Ja, und ihr seht, hier sind Fußgänger links wie rechts. Es gibt hier keinen definierten Fußgänger- oder Fahrradweg. Und ihr dürft beide Seiten benutzen. Ich habe es ja schon ein paar Mal betont. Außer es ist irgendwo ausdrücklich verboten. Aber ansonsten nutzen hier beide die beiden Wege hier. So, hier ist noch Baustelle. Hier haben wir ja neulich gesehen, dass hier sich was bewegt. Ja, der Kalima ist wieder gekehrt. Wir sehen das Zementwerk nur schemenhaft. Ja, gut besucht die Lokale. Naja, gerade sage ich es und da ist aber nicht viel los hier rechts. So, hier kommt es auch schön kühl raus aus dem Laden der Fundgrube. Ja, wenn wir schon hier sind, dann fahren wir auch noch ein bisschen weiter. Ich verstehe eins nicht, dieses K1 hier hat doch mit die beste Lage. Und da ist immer relativ wenig los. Gut, wird seine Gründe haben. Hotel Rio Palace Meloneras. Schauen wir mal, ob noch welche am Pool sind oder ob sie alle schon zum Essen gegangen sind. Also ich sage euch hier auf den Liegen, da ist nichts mehr los. Am Pool ein paar Menschen zu sehen. Und jetzt möchte ich mal gerne reinschauen ins Ocean View. Zumindest brennt noch kein Licht, aber es sitzen Gäste drin. Gerade hier so ein ganz, ganz kleiner Wolkenaufriss hier. Mit ein bisschen Durchblick der Abendsonne. Ja, das ist die Realität. So schaut es jetzt aus um die Essenszeit hier bei den beiden Hotel Rio. Es gibt ja viele Menschen, die da einen ganz besonderen Wert aufs Essen legen. Und andere wiederum, für die ist das Essen dann eher eine Nebensache. So ein bisschen neugierig können wir ja sein, ne? Dürfen wir ja. Also diese Swim-Up
Apartments, die sind wohl immer belegt. Hier ist die Terrasse vom Pool. Und da oben ist die Sunset Bar. Sunset Terrasse. Sunset Bar steht dran. Das sehe ich von hier unten. So, und jetzt gehen sie Richtung Via del Conde, aber da fahren wir heute. Naja, gut, jetzt sind wir da. Fahren wir da auch nochmal vorbei. Ja, ideale Bedingungen eigentlich heute für den Wassersport, fürs Fahren mit dem Boot, Wasserskifahren. Und langsam kommen die Lichter auch hier dazu. Also, auch hier die meisten Menschen, nehme ich an, beim Essen. So, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt noch ein bisschen raus bin hier, weil zu Hause sitzen, das ist nicht meins. Ja, viele erkennen ihr Urlaubsdomizil wieder, wenn ich hier vorbeifahre. Und so sieht's zurzeit aus hier. Die Straße zurück oder hier nochmal? Ich fahre hier, weil jetzt habe ich mir das gerade so verdient. Durch diesen Anstieg jetzt geht es bergab. Ja, schön am Wasser entlang. Nun haben wir ein bisschen Gegenwind. So, hier nochmal der Ein- und Ausblick aufs Hotel Rio Palace, Meloneras. Ja.
die Straße zurück oder hier nochmal. Ich fahre hier, weil jetzt habe ich mir das gerade so verdient durch diesen Anstieg. Jetzt geht es bergab. Ja, schön am Wasser entlang. Nun haben wir ein bisschen Gegenwind. So, hier nochmal der Ein- und Ausblick aufs Hotel Rio Palace Meloneras. So, nun sind wir wieder hier am Zentrum, am Einkaufszentrum Varadero. Ja, schön hier am Abend so langsam vorbeizufahren. Und noch schöner, wenn man nicht reden muss. Ja, die sitzen immer noch auf ihrem Stein, auf dem Handtuch, direkt auf Meereshöhe. Und haben kein Problem. Ja, ich bin gespannt, was da jetzt für ein Restaurant oder ein Lokal reinkommt hier an der Stelle. Ist schon verblüffend, wie viele Menschen auf ihrem Handy oder mit ihrem Handy bereit sind, hier lang zu laufen, beschäftigt sind. Und da habe ich gerade im Vorbeifahren gesehen, so ein junges Mädel, die hat nicht etwa telefoniert oder gechattet, nein, die hat ein Spiel gemacht auf ihrem Handy. Also einfach irgend so ein wichtiges Spiel eben.
Ja, und ich biege jetzt hier mal nach links ab. Und dann geht es hier vorbei am Maximilians. Und dann ist für mich auch sozusagen die kleine Rundreise hier beendet. Also man sitzt hier auf jeden Fall sehr schön im Maximilians und das Essen soll auch gut sein. Und was ich da so sehe auf den Tellern im Vorbeifahren, sieht gut aus. Vielleicht kann ja jemand mal berichten, wie das Essen ist. Ich habe da noch nicht gegessen. So, nun weiter Richtung Bushaltestelle und jetzt verabschiede ich mich ganz einfach und sage bis später, bis zum Wetter oder zur nächsten Realität oder zu dem neuesten Video von der Antje, die ist ja richtige Spezialistin im Aufarbeiten von Bildern, Filmen, Videos. Und ich sage hasta luego.